Und damit wieder ein GDO, Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Violet. Wir gehen direkt wieder ins Game. Wir wollen heute versuchen, die nächste Team Starbase zu machen, die Feenbasis, um genau zu sein. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Und dann, ja, ist auch der letzte Herrscher dran. Wenn wir schnell sind, schaffen wir vielleicht sogar beides in einem Part, Leute. Deswegen, auf wie geht's? Wir widmen uns der Team Feenbasis. Und das ist dann auch schon die vorletzte Team Starbase, Mann. Würdest du mir die Ehre eines kurzen Kampfes erweisen? Harrington, natürlich Harrington. Wundervoll, dann lass uns beginnen. So, wir bleiben natürlich mit unserem Geist-Pokémon vorne. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was gegen Fee effektiv ist, deswegen passt das schon. Ich glaube Gift. Pilzebu. Und ja, ansonsten, wenn wir schnell sind, machen wir den Herrscher jetzt auch in diesem Part. Das wäre natürlich sehr geil, weil dann kann ich... Oh, ich war gar nicht heilen. Upsala. Egal, passt schon. Feuersturm müsste auch regeln. Yes. Finsteraura. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt mal gucken? Bei meinen Pokémon, ob ich was dabei habe, was die sehr effektiv ist. Oh, Stahl und Fee. Ah, ist Stahl oder ist Fee gegen Fee effektiv? Das könnte sein, ne? Folterknecht. Was macht Folterknecht nochmal? Keine Ahnung. Aber ja, wenn wir schnell sind, wie gesagt, Leute, Herrscher-Pokémon und die Feenbase. Mal gucken, ob die jetzt ein bisschen schwieriger ist. Wir sind jetzt eigentlich overlevelt. Das Level-Cap der Feenbase ist bei 50 und wir sind ja schon 56 oder so. Oder sogar 57? Ne, 56. Das heißt, das passt schon. Brimano. Und der Herrscher ist für Level 55, also perfekt eigentlich für unser Level Cap ausgelegt. Das passt. Guck mal, Phantomkraft machen wir Spukball, das geht ein bisschen schneller. Bam! Oh no. Harrington hat schon gute Pokémon. Bin mal gespannt, was der Leader auf. Oh no, wegen Folterknecht. Ah, wie nervig. Egal, dann muss es Reueschwert sein. Genau so. Noch ein bisschen healen. Aber gehe ich dann gleich mit meinem anderen Pokémon vor? Frage ich mich jetzt, weil wenn Stahl gegen Fee effektiv ist. Ich hätte gerade mal gucken sollen, ne? Naja, okay. Egal, wir bleiben jetzt einmal beim Geist-Pokémon an. Sieh mal einer an! Wir bleiben einfach dabei, dann passt das schon, ne? Hervorragend, wirklich ganz ausgezeichnet. Du solltest jedoch wissen, dass die Fertigkeiten des jungen Herrn Otis... die bei meinem Weiten übertreffen. Handle daher mit Vorsicht. Stimmt, Otis war ja der Feenleader. Wenn man mich jetzt entschuldigen würde. Hasta la vista! Dieser Gentleman war mal der Direktor der Akademie, glaube ich zumindest. Und jetzt gibt er der Boss, gibt er dem Boss Nachhilfe oder so. Jedenfalls kommt er manchmal her, um den Boss zum Unterricht abzuholen. Moment, aber warum erzähle ich das überhaupt? Dass du nichts Gutes im Schilde führst, steht ja nun fest. Ich sollte fix die anderen Waren gehen. Hasta la vista! Du scheinst die Wache losgeworden zu sein. Gut. Was hat es eigentlich mit Cassiopeia noch auf sich? Das ist das Versteck der Rugbat-Bande, die aus den Feenmitgliedern von Team Star besteht. Der Boss Otis ist ein Team Star-Mechaniker. Er mag der jüngste der Bosse sein, aber er hat es ganz schön in sich. Du solltest ihn keinesfalls unterschätzen. Außerdem ist er der herrische Typ, der anderen aus dem Hintergrund Befehle erteilt, ohne sich selbst aktiv am Kampf zu beteiligen. Allerdings neigt er dazu, sich schnell aufzuregen. Sobald er wütend genug ist, wird er sich sicher zeigen, um dich eigenhändig zu besiegen. Vorerst bleibt dir nichts anderes übrig, als seine ganzen Rüpel zu besiegen. Das kennst du ja inzwischen. Okay. Das machen wir. Auf geht's. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt nochmal kurz heilen hier. So, und eventuell... Ja, nee, 46 ist ein bisschen sehr underlevelt. Wir müssen's... Wir müssen's mit unseren drei Pokémon schaffen hier. Aber ich denke, das wird schon klappen. Das passt schon. Geo von Operation Stardust wurde gesichtet. Alle haben sofort ihre Position einzunehmen. Beschützt den Boss. Es wird brenzlig, Leute. Schafft der Eindringling 30 unserer Pokémon zu besiegen, müssen wir den Boss um Hilfe bitten. So, ihr kennt das Spiel. Ich mache das eben schnell offscreen und dann bis gleich zum Kampf. So, easy does it. Kein Problem. Unser Schutzwall ist durchbrochen. Jetzt muss unser Boss auf den Plan treten. Zeit für Otis. Oh yeah.
Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, ob das schwierig wird mit dem Feuer-Pokémon. Ich befürchte, wir haben leider nichts so wirklich Gutes gegen Fee, weil unser Stahl-Pokémon jetzt auch noch nicht so hoch ist. Oh, jeez, das Design. Interesting, aber. Bisschen zu pink für meinen Geschmack, aber steht ihm auf jeden Fall. Du bist also Geo. Ehrlich gesagt bin ich etwas enttäuscht. Ich hatte jemand Bedrohlicheres erwartet. Naja, egal, bedrohlich oder nicht, ich werde eh nicht verlieren. Es wird Zeit, dass du weniger niedliche Seite des Feentyp kennenlernst. Und das Herrscher-Ding werden wir wahrscheinlich auf den nächsten Part verschieben. Außer der Kampf geht jetzt super schnell. Aber es kommt ja immer noch ein bisschen Story im Nachhinein, was mir gerade nicht eingefallen ist. Also, ja, mal gucken, wie lange jetzt der Kampf dauert, Leute. Autos von Team Star fordert dich heraus. Azumarill! Oh no! Oh oh. That's not good. Und wenn ich mit dir fertig bin, wirst du heulend nach Hause rennen. Wieso hatten wir jetzt ein Wasser-Pokémon? Ist das auch Fee? Wusste ich gar nicht. Wir müssen Phantomkraft machen und uns erstmal unsichtbar machen. So. Dann mit Aquaknarre oder so. Oh, Charme, okay. In der Hoffnung, dass das reicht. Nein. Oh. So! Oh, ist dir gerade klar geworden, wie viel stärker ich bin? Noch kannst du aufgeben. Ah, Mann, ey. Ah, Nassschweif ist gemein. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall heilen und hoffen, dass nicht noch eine Wasserattacke kommt, weil sonst wird es brenzlig. Beziehungsweise Barkel. Ah, Backel, okay. Wir müssen hoffen, dass wir jetzt eine bessere Initiative haben. Dann können wir uns eventuell heilen. Mit einem guten Reueschwert. Nein, warum ist er schneller? Und es ist auch sehr effektiv. Fuck. Ah, Leute. Damn it. Dann muss unser... Komm, wir versuchen es mal. Vielleicht kriegst du ja doch was hin. Ich meine, mit Riesenhammer und so wäre es ja praktisch, oder? Machen wir mal Riesenhammer, come on. Volle Augen. Angriff sinkt. Ach, ganz toll. Geil, komm, Riesenhammer. Und jetzt Lichtkanone. Ja, mach ruhig deine coole Augen. Solange du nicht angreifst, ist alles gut. Bam. Sehr schön. Guck mal, das gibt der jetzt auch ein bisschen XP. Das ist eigentlich ganz gut, weil die muss ja auch noch gelevelt werden hier. Knuddeluff. Oh. Er hat 4 Pokémon, okay. Okay, wir können wieder Riesenhammer wirken. Machen wir auch mal. Bam! Jawoll! Ey, mit dir ist das doch einfacher als gedacht. So, Lichtkanone und dann finishen. Aber das Knattertox wird ein bisschen schwierig, glaube ich, ne, als Fee. Weil der ja auch immer ganz gute Angriffsmoves hat, ne? Mal gucken. Ja, Knattertox. Ach, meine Nägel lookt wieder. Hä, hier ist doch was faul. Warum bin ich derjenige, der in die Ecke gedrängt wird, hä? Ah, ja. Okay, 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 okay. Dann machen wir wieder einen Riesenhammer. Oh, Eisenwalze. Aber ist nicht effektiv. Nebelfeld ist wieder verschwunden. Okay, witzig. Wird sein eigenes Nebelfeld weggemacht. Oh, da mache ich jetzt aber nicht so viel Schaden. Ah, Konfusstrahl. Oh, was? Krass, ich habe eine Fähigkeit, dass das verhindert. Nice. Oh ja, das ist gut. Ah, soll ich mich heilen oder nicht? Ich heile mich, Freunde. Es muss sein. Weil wenn er jetzt nochmal versucht, mit Konfusstrahl zu arbeiten, dann hat sich das sogar gelohnt. Und Feenattacke bringt ihm ja gegen mich auch nichts. Reifendrehung. Ist okay, kann er machen. Und dadurch sinkt er seine eigene Initiative. Einen Riesenhammer haben wir nicht zweimal hintereinander eingesetzt, das heißt, ich kann es wieder machen. Let's go! Bam! Ja.
Zauberturbo macht auch nicht so viel Schaden, weil wir ja auch Feentyp sind. Ey, das ist das perfekte Pokémon gegen die. Lichtkanone. Easy, da sind Freunde. Aber die Reifendrehung konnte reichen, um mich jetzt zu finishen, ne? Oh, aber dafür senkt er wieder seine Initiative. Kann ich die zweimal ansetzen? Ja, komm. Finish him! Oh, kein Problem. Nichts leichter als das, Freunde. Was? Wie konnte ich nur verlieren? Warum? Warum nur? Tja, ich bin halt der Bessere. Und sogar mit einem underleveled Pokémon. Ah, geil, Leute, geil. Das war ein schöner Kampf. Warum? Dein Spielzeugauto hat sich keinen Millimeter bewegt. Das heißt Starmobil und es ist kein Spielzeugauto. Ich habe die ganze Nacht lang dran gearbeitet. Dem Teil fehlt es eindeutig noch an Energie. Es ist einfach zu schwer und von nur zwei Knabbern bewegt zu werden. Schade, die Fieslinge an der Akademie hätten echt dumm aus der Wäsche geguckt, wenn wir es zum Laufen gekriegt hätten. Sorry, Leute. Es besteht kein Anlass, entmutigt zu sein, solch eine imposante Vorrichtung eigenhändig herzustellen. Ihr seid wahrlich ein Genie, Otis. Tja, aber was bringt uns das, wenn es nicht funktioniert? Ich hätte einfach meine Mutter bitten sollen, uns ein Auto zu kaufen. Weißt du, wenn du sowas sagst, wundert es mich nicht, dass manche dich nicht für voll nehmen. Hä? Krieg dich ab, Ursa. Nein, tue ich nicht. Bei der Gründung des Teams haben wir uns geschworen, nicht mehr auf unsere Eltern oder Geld angewiesen zu sein. Es steht auch im Kodex. Wenn das Teil nicht funktioniert, musst du es eben reparieren. Wenn es mehr Energie benötigt, dann sorg für mehr Energie. So einfach ist das. Aber wie? Wir könnten ein paar Knabon trainieren, sodass sie sich entwickeln und dann verwenden wir ihre gesteigerte Feuerkraft für das Starmobil. Die Zeit bis zur Operation Star ist jedoch knapp bemessen. Wird es euch rechtzeitig gelingen? Klar, ich krieg das hin. Isetta! Isetta hat manchmal eine große Klappe, aber sie meint es nur gut. Ich weiß. Ach, so ein Mist. Ja, und jetzt wurden sie einfach von anderen Knattertox geboostet quasi. Dadurch ist die Energie erzeugt worden. So ein Mist. Diese Niederlage ist sehr bitter für mich, aber ich muss zugeben, dass du es echt drauf hast. Wer verliert, muss den Posten als Boss abtreten. Das besagt der Kodex. Das andere wäre ein Verrat am Team. Ach, mir bleibt ja eh keine Wahl. Hier, nimm schon. Ja, gar keinen Bock hat, mir die Hand zu schütteln, ey. Okay, so, Professor, dein Einsatz, oder beziehungsweise Lehrer. Wenn du mich schon ausnimmst, kannst du auch gleich noch meine Lieblings-TM haben. Zauberschein, nice. Hat dir mal jemand gesagt, wie nervig du bist? Wirklich krass, krass nervig. Jetzt haben wir auch endlich eine geile Feenattacke für sie. Also für unser Pokémon. Sehr gut, Leute. Zauberschein ist nämlich eine wirklich gute Feenattacke. Aber auch krass stark, das muss ich zugeben. Selbst mein Starmobil hast du total demoliert. Junger Herr. Senior Harrington, Sie sind hier, um mich für meine Klavierstunde abzuholen? Ich bin gerade als Boss zurückgetreten, daher kann ich jetzt wohl nach Hause gehen. Nein, ich bin mit einem anderen Anliegen hier. Ich würde Ihnen gerne jemanden vorstellen. Es handelt sich dabei um eine Bekannten von mir. Ah, ich bin Leavel. Okay, und warum bist du hier? Chill, Alter. Ich hatte gehofft, du könntest mir eine Frage beantworten. Was hat dich als Sohn einer reichen Familie und Erben eines großen Mode-Imperiums dazu bewogen, Team Star beizutreten? Wow, was heißt im Himmel gleich so eine Frage? Das ist echt keine Manieren, ha? Ich bin aus genau dem gleichen Grund im Team wie die anderen auch. Ich wurde gemobbt. Also gab es tatsächlich ein Mobbing-Problem an der Akademie. Dass man davon nichts weiß, wundert mich kein Stück. Heutzutage herrscht an der Akademie ja auch Friede, Freude, Eierkuchen. Die Mobber von damals gehen nicht mal mehr auf die Akademie. Wie ist das denn passiert? Als ehemaliger Direktor der Akademie bin ich in der Lage, diese Frage zu beantworten. Senior Harrington. Vor etwa 1,5 Jahren lehnte sich Team Star gegen die Schüler auf, von denen sie gemobbt wurden. Die Sache ging zwar glimpflich aus, bildet aber dennoch ein beispielloses Kapitel in der Geschichte der Akademie. Der Vorfall führte dazu, dass die für das Mobbing verantwortlichen Schüler einer nach dem anderen die Akademie verließen. Aber darüber gibt es in der Akademie keinerlei Aufzeichnungen. Nein, der damalige stellvertretende Direktor sorgte dafür, dass jegliche Unterlagen bezüglich des Vorfalls vernichtet wurden. Er hat die Unterlagen vernichtet? Aber warum? Als ich damals überlegte, wie ich mit Team Star verfahren soll, kam jemand aus der Schülerschaft auf mich zu. Diese Person, deren Identität ich anonym halten werde, wollte die volle Verantwortung für die Handlung des Teams übernehmen. Cassiopeia wahrscheinlich. Im Gegenzug sollte ich die anderen Mitglieder von Team Star von jeglicher Schuld freisprechen. Hä, was? Das höre ich zum ersten Mal.
Ich willigte ein, verzichtete darauf, Maßnahmen gegen Team Star zu ergreifen. Besagte Person verpflichtete ich derweil dazu, 1,5 Jahre im Ausland zur Schule zu gehen. 1,5 Jahre im Ausland? Es sollte keine Strafe sein, musst du wissen. Ich war mir bewusst, dass es sich bei Team Star letztlich um Opfer von Mobbing handelte. Ich wollte dieser Person eine Auszeit gönnen, fernab von dem, was hier passiert ist. Deshalb habe ich sie unter dem Vorwand eines Schuljahres ins Ausland zurück in ihre Heimat in der Galar-Region geschickt. Cool. Der damalige stellvertretende Direktor hat aber die Aufzeichnungen zu dem Vorfall vom Server gelöscht. Damit wollte er sich wohl seiner Verantwortung entziehen. Oha, krasse Wendung. Er hat die Sache vertuscht? Das ist empörend. Als das ins Licht kam, wurde er natürlich angemessen bestraft. Allerdings sind die anderen Lehrer und ich nicht unschuldig. Schließlich haben wir versäumt, diesen Skandal zu unterbinden. Ich übernahm dafür die Verantwortung, indem ich von meinem Amt als Direktor zurücktrat. Letztendlich schloss ich mir die gesamte damalige Lehrerschaft an und kündigte. Oha. Deshalb wurden die Lehrer vor 1,5 Jahren also komplett ausgetauscht. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich aufrichtig für all den Ärger zu entschuldigen, den ich der Akademie bereitet habe. Wieso erzählen Sie uns das ausgerechnet jetzt, Senior Harrington? Junger Herr, Team Star kann nicht wie bisher weitermachen. Ich wollte Ihnen eine Gelegenheit bieten, dies einzusehen. Ich kann auch nicht meine Freunde verraten und einfach ohne sie wieder zur Akademie gehen. Deine Kameraden von Team Star bedeuten dir sehr viel, nicht wahr? Ist das nicht offensichtlich? Sie sind mein allergrößter Schatz. Ja, so ist das, Leute. Mobbing sollte man immer ernst nehmen und gut, dass die alten Lehrer und der Direktor dafür eingestanden sind. Denn sowas zu vertuschen und einfach wegzusehen, bringt natürlich niemandem etwas. So, Cassiopeia, und du bist die, die im Ausland geschickt wurde, ja? Geo, Otis hat dir seinen Teamorden gegeben und damit seinen Boss-Status abgelegt, ne? Die wurde ins Ausland geschickt, Cassiopeia. Dies in der Galar-Region. Verstehe. Jetzt, wo sie ihren Boss verloren haben, sollte dies das Ende für die Ruckbad-Bande sein. Otis. Entschuldige. Jetzt ist nur noch ein Boss übrig. Dass die Operation so gut vorangeht, ist dir zu verdanken, Geo. Doch auch Levil hat sich als Unterstützung gut geschlagen. Er meinte ja, dass ihr zwei befreundet seid. Kennt ihr euch schon lange? Erst seit kurzem. Er ist in jedem Fall ein guter Freund. Erinnert mich fast an die anderen früher. Wie du bereits weißt, hat sich Team Star aus Schülern gebildet, die in der Akademie gemobbt wurden. Kurz nach der Gründung von Team Star haben die Bosse ihre Peiniger konfrontiert. Team Star ging als strahlender Sieger hervor, obwohl es eigentlich gar nicht zum Kampf kam. Die Schikanierer haben nämlich einfach widerstandslos aufgegeben. Sie fürchteten sich so sehr vor Team Star, dass sie einer nach dem anderen die Akademie verließen. So standen die Mitglieder von Team Star plötzlich als Bösewichte da. Ui. Aber egal, diese Geschichte spielt jetzt keine Rolle. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP an dein Handy übertragen. Ui, 10.000. Und ein paar Materialien wahrscheinlich, ne? Ah, hallo, da bin ich. Ah, nichts da. Bleib ja, wo du bist. Ah! Ich wusste gar nicht, dass Team Star so eine Vorgeschichte hat. Eigentlich wollte sie Mobbing bekämpfen, doch dann wurden sie als die Bösen abgestempelt. Echt grotesk. Die Ahnungslosigkeit der Schüler und Lehrer ist so dermaßen frustrierend. Hätten sie es einfach mal gemerkt, als die Leute gemobbt wurden, dann wäre sofort klar gewesen, dass Team Star nicht die Bösen sind. Aber hey, hätte man eigentlich wissen müssen, dass solch eine Kampfansage an dieser lachhaften Akademie nach hinten losgehen würde. Zu denken, dass man durch die Gründung von Team Star etwas Gutes bewirken könnte. Big Boss ist echt der größte Idiot von allen. Das glaube ich nicht. Ich bin mir da ganz sicher. Hier, die Belohnung. Okay, also vielleicht der große ältere Bruder von Cosima? Oder vielleicht irgendwie sowas in die Richtung? Locker. Der nächste Boss ist der letzte. Du schaffst das, Geo. Safe Call. Irgendwie der große Bruder oder ältere Geschwister oder sowas von Cosima. Das ist der Big Boss. Oder Cassiopeia selber. Who knows? Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wir finden im nächsten Part erstmal heraus, was es mit dem letzten Herrscher-Pokémon auf sich hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Und kommentiert heute gerne mal eine Fee in die Kommentare, falls es das gibt. Ansonsten irgendwas in dieser Richtung. Ihr könnt da gerne kreativ werden. Bis zum nächsten Part und ciao.